Gesundheitspartner des FCN. So, auf geht's, FCN-Fans! Nochmal Gas geben! Die drei Punkte bleiben in der Kleinarena! Unsere Nummer 1 im Tor, Kenan Mujesinovic. Das 3:2 für Pforzheim. Torschütze war die Nummer 8, Maurizio Makovic. Ja, wie man sieht, umkämpft, würde ich sagen. Also wir sind gut ins Spiel gekommen, direkt mit dem Sinus 1-0 gemacht. Dann wurde ein bisschen hinten reingedrückt, hat sich in der zweiten Halbzeit auch so leider fortgesetzt. Ich habe vorgenommen, rauszuschieben. Dann vielleicht noch ein bisschen wegen Engels geworden im Spiel am Samstag. Aber dann machen wir einen Doppelpack hier am Stadion. Und dann unnötig nochmal spannend, aber war zum Glück dann das Spiel vorbei. Ja, riesen Kompliment an die Truppe über die letzten Wochen, wie wir uns zusammengerafft haben nach dem Scheißstart. Und jetzt gut gepunktet haben, ist wichtig, aber
wie gesagt, von nächster Reich weiter so wichtig heute, um irgendwie alles rausgehauen zu haben und gewonnen zu haben. Alex, ganz kurz der Spielschluss, erstes Statement. Ja, natürlich erstmal Enttäuschung, Glückwunsch nach der Dinge für den Derby-Sieg. Wie ich schon auch vor dem Spiel gesagt habe, am Anfang darf man kein Tor kriegen, wir sind irgendwie dahinter, immer hinterhergelaufen und da haben wir uns gute Chance erspielt. Leider hat es gereicht, ihr habt die Tore gemacht, eins mehr wie mir, von daher, ja, Glückwunsch nochmal und jetzt erstmal Enttäuschung. Ich meine, zwischenzeitlich das 3:0 hat ja nicht den wahren Spielverlauf hergebracht. Es ist noch das Ergebnis, von daher, ja, es ist so, ist im Fußball, wir arbeiten weiter hart und ja, erstmal Enttäuschung. Danke. Ja, Michael, deine Derby-Serie hat gehalten, wieder nicht verloren. Genau. Also das ist irgendwie, ja, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei. Damen 3:0 führte, aber zum Schluss kriege ich so nochmal zwei Tore, zwei billige finde ich, weil Sören war raus, dann war unser Turm in der Abwehr weg. Kommen wir nochmal ran auf 3:2, aber die Mannschaft hat es wieder toll gemacht heute, durch die Widerstände sich aufgebäumt. Und wir wollten gar nicht so offensiv stehen, wir wollten die mal ein bisschen sich austoben lassen und sie dann eigentlich eiskalt auskontern und es ist uns fast gelungen. Das ist das 3:0, ich habe es gerade zum Alex schon gesagt, hat ja nicht unbedingt den wahren Spielverlauf hergegeben. Also am Anfang geht uns das Spiel ganz klar, da müssen wir 2:0 führen. Und dann ab so 15 weniger so hat das Spiel wieder zu sehr gehört. Und dann haben sie sehr viel Druck gemacht und wir haben sehr viel falsch gemacht. Und dann haben sie ein bisschen Pech gehabt und dann haben sie eine sehr gute Torwart erlaubt. Ja, der hat erlaubt so eine Mannschaft. Danke dir. Ja.